So, hallo, hier ist wieder der Tobi mit einer neuen Folge Worms Armageddon auf dem Kanal der Wohngemeinschaft. Ich melde mich wieder aus Dublin, bin hier immer noch zu meinem Auslandspraktikum. Die Folge habe ich oder musste ich relativ spontan aufnehmen, weil ich leider etwas krank war die letzte Woche. Hat die Zeit ein bisschen gefehlt, aber nichtsdestotrotz kommt sie wahrscheinlich pünktlich am Dienstag raus. Ich nehme es gerade am Montagabend auf. Ich habe es auch noch gepackt, hier die letzte, vorletzte Folge, Feuchtes Erwachen, die ja leider nur die Silbermedaille gegeben hat, mit Gold noch abzuschließen. Also das passt. Wir sind weiter auf Goldkurs, alle Missionen mit Gold bestanden. Danach kam der Jurassic Park mit Würmern. Und jetzt geht es in die chemische Kriegsführung. Und da gucke ich mal, was da uns erwartet. Bei der Ankunft am Missionspunkt sehen Sie, dass der Gegner sich verschanzt hat und Widerstand leistet. Verwenden Sie die von ihr vor Ihrer Ankunft abgeworfene Ausrüstung, um den Gegner zu eliminieren und der Produktion chemischer Waffen ein Ende zu setzen. Also, vielleicht ist unsere Organisation doch gar nicht so kriegerisch, kriegliebend. Ja, kriegliebend. Sie wollen Chemiewaffen verhindern, ähnlich wie in Syrien oder sowas. Und ich soll mich aber vor der Verseuchung hüten und den Gegner trotzdem außer Gefecht setzen. Also Chemiewaffen verhindern, Gegner töten. Ganz pazifistisch das Ganze. Ja, ich guck mal, was sich da tut in dem Chemielabor, was sich da oben abzeichnet. Und ja, los geht's. So, geht auch schon direkt los. Was habe ich denn hier alles? Muss ich mich ein bisschen beeilen? Nö, ich habe ja 43, 40 Sekunden noch Zeit. Ja, der Feldsoldat da unten steht auf jeden Fall sehr schön für den Abschuss bereit. Das heißt, ich verwende mal einen von meinen Fallschirmen hier. Und wupp, nun ist der Frodo schon hier unten gelandet. Den Frodo kennt ihr ja alle, das ist der beste oder am meisten gesehene Wurm bisher. Der vernichtet ganze Heerscharen im Alleingang und so wird er jetzt auch mit seinem Schweißband diesen Feldsoldat in das kühle Nass befördern. Er überlegt sich nochmal anders. Nein. Und er holt auf und zack. Da geht der Feldsoldat unter. Platsch. Und Wurm Nummer 1 ist vernichtet. Ja, mit Chemiewaffen sehe ich hier noch keine. Da oben ist mal so ein Gelbung. Ja, der wirft schon eine Granate. Die wirft er aber fast auf sich selber. Auf jeden Fall ist hier richtig was los. Sehr, sehr viele Würmer des Gegners. Und ja, an die meisten komme ich gar nicht wirklich dran. An den Major werde ich jetzt mal versuchen, wieder hier mit meinem tollen Schweißband, der Flammenfaust, hier vorzuspringen und dann im Sprung die Flammenfaust zu zünden, dass ich dann hoffentlich den Major treffe, weil das Ganze dürfte ja 30 abziehen. Aber ich hoffe, die Mine geht nicht vorher hoch, bevor ich das Ganze starten kann. Also etwas komplizierter. Ich probiere es einfach mal und. Na, nee. Hä? Ach, die Map ist auch noch unzerstörbar. Hä? Tja. Da geht das Ganze wohl nicht so toll. Ja, wie soll ich dann an den Gegner da rankommen, wenn die Map unzerstörbar ist? Ja, die Map ist unzerstörbar. Hier gerade nochmal bewiesen. Ja, dann muss ich jetzt hier erstmal. Oh, das war knapp. Versuchen, höher hinauszukommen. Weil die eine Kiste da oben würde ich doch schon ganz gerne mitnehmen. Wer weiß, was da Schönes drin ist. Ein Stinktier. Oh, das ist doch ein Zeichen, glaube ich. Ein Stinktier soll ich benutzen, um meine Gegner hier zu vergiften. Und ja, das probiere ich jetzt dann auch gleich mal von hier hinten. Muss ich aufpassen, dass ich mich nicht selbst vergifte. Oh, hab noch gar keinen erwischt. Stinkt sie alle zu, stinkt hier. Das will schon gleich explodieren. Oh, nein. Also da haben alle Bohnen, die das Stinktier gegessen hat, nichts gebracht. Und die ganzen Zwiebeln, die ich vorher noch gefüttert habe,
Hat sich umsonst geopfert, diese Stinktier. Ich habe eigentlich gedacht, der Wind steht relativ gut, aber so kann man sich irren. Jetzt will ich hier erstmal mit dem Aragorn, dürfte das sein, darüber und dann Richtung Feldsoldat, weil den kann ich ja noch so erwischen, während ich hier noch ein Stinktier und 15 HP mir abgeholt habe. Und ja, womit kann ich 70 HP abziehen? Weiß ich nicht, aber ich habe einen Baseballschläger. Mit der Rail, heißt die Railgun? Minigewehr wird es natürlich auch gehen, aber ich nehme den Baseballschläger, hol zum Home Run aus. Und dann dürfte der Feldsoldat runtergehen und das tut er auch. Home Run geschafft. Aragorn mit 15 HP mehr. Ist momentan der beste Wurm. So gehört sich das. Und der Frodo muss da hinten relativ viel einstecken, weil der Gegner hier anscheinend nur mit Fernangriffen, Luftangriffen ausgestattet ist. Und dann will ich den hier erstmal von da hinten wegholen, damit er ein bisschen geschützter steht. Und eigentlich könnte ich ja dann hier nochmal einen neuen Versuch machen. Ich habe drei Stinktiere. Um diese beiden Majore da zu vergiften und hoffentlich mich nicht selbst noch mit zu vergiften. Eins, zwei, nein, ah, Mist, hab's zu früh explodieren lassen. Ja, ein bisschen Schaden habe ich gemacht. Ja, es läuft noch nicht ganz so toll hier mit der Stinktier-Armada. Da muss ich mir noch ein bisschen was überlegen, weil mindestens drei Würmer. Wow, was war das für eine Granate vom Feldsoldat? Sowas müsste man können, ne? Ja, auch der Computer kann ein bisschen spielen. Jetzt habe ich noch zwei Stinktiere. Und Minimum den einen Major muss ich eigentlich damit erwischen, damit ich dann mit dem nächsten Stinktier da oben den anderen Major und eigentlich auch noch den dritten Major da erwischen kann. Aber was habe ich noch für Möglichkeiten? Ich habe nur Seil, Fallschirm. Das bringt alles nichts. Glaub, auch mit dem Gewehr kann ich. Ich kann ja da nirgends durchschießen. Ja, also Stinktier. Auf geht's. Nochmal ordentlich durchatmen. So, Major vergiftet und noch ein bisschen Schaden. Ja, ein HP, toll. Ja, bei 1 HP bleiben die ganzen ja auch hängen, weil mit der Vergiftung hier stirbt kein Wurm. Die gehen alle nur auf 1 HP Runde. Das ist natürlich nicht ganz so toll oder praktisch, weil irgendwie mit irgendwas muss ich den ganzen dann noch etwas Schaden zufügen. Und mit dem, wer ist das denn? Ist das der Legolas? Will ich mich gerade mal heilen da oben? Komm nicht runter. Da hoch, dann gehe ich mal nach unten. Und der Feldsoldat steht da so schön, dass ich ihn mit der. Oh, da ist eine Mine. Oh, Mist, die habe ich überhaupt nicht gesehen. Puh, habt ihr die gesehen? Ich habe keine Ahnung. Nee, habe ich überhaupt nicht mit gerechnet, dass da jetzt eine Mine hochgeht. Jetzt muss der Aragorn schon wieder einstecken und das war's, glaube ich, für ihn. Ja. Immerhin steht der Legolas da hinten jetzt etwas geschützt und der Gandalf sowieso. Ja, wenn ich da runtergehe, wird es wahrscheinlich nur noch wieder ein Stinktier geben. Aber so, warum nicht? Ich meine, so wie es aussieht, brauche ich die Stinktiere. Wir wollen wieder ein Stinktier. Und dann probiere ich es jetzt hier mal ein bisschen. Ach, gehe ich einfach wieder nach oben. Hab ja noch Zeit in dem Zug und kann sonst nicht wirklich was machen. Und oh, das ist wieder eine Mine. Schnell weg hier. Der Wind steht ungünstig, das heißt, doch der Wind steht relativ günstig, damit ich den einen Major hier unten vergiften kann. Mit dem eben gesammelten Stinktier. Hüpf rüber!
Ja, perfekt. Und jetzt ordentlich furzen. Und irgendwie könnte ich noch ein bisschen Schaden machen, aber... Ja. Oder auch nicht. Weil der Major da zu weit weg steht. Also, drei von den Eingekesselten sind jetzt endlich... Ja. Vergiftet und er macht sich einfach selbst ein bisschen Schaden, während da mein Gandalf denn angreift. Und da waren es nur noch zwei oder drei mit ihm da oben. Ja, aber wie mache ich dem guten Wurm da unten ein bisschen Schaden? Das stinkt hier. Habe ich nur noch eins. Explodieren lassen wird schwer werden. Die Mine kann ich nach da hinten schießen, aber die wird wahrscheinlich nicht explodieren. Weiß nicht, ich probiere es einfach mal. Ich habe unendlich Uzis, sehe ich hier gerade. Und ja, vielleicht geht's ja hoch. Na, geht sie nicht. Tja, war nicht nah genug dran am Major. Der ist ja schon auf 1 HP Runde. Dann brauche ich gar nicht viel. Und lässt einfach mal sein Chemielabor hier bombardieren. Wir sind ja mitten in der gegnerischen Basis im Chemielabor. Und ja, ich sehe gerade, die machen hier anscheinend Tierversuche. Den einen Frosch oder was das ist, den haben sie da voll im Reagenzglas. Natürlich nicht so toll. Aber wir sind ja hier, um die Chemieversuche zu stoppen. Und dementsprechend kriegt der Feldsoldat jetzt ein paar Kugeln in den Hintern. Und dürfte jetzt hoffentlich Geschichte sein. Das ist ja auch wunderbar. Ja, und dann bleiben jetzt nur noch die ganzen eingemauerten Würmer da. Und am meisten hat noch der Major da oben, der jetzt dran ist. Der greift schon wieder auf seine großen Vögel zurück, die hier anscheinend unendlich Luftangriffe auf mich fahren können. Tja, dafür muss er dann jetzt wohl mal vergiftet werden. Das hat er sich verdient, der Major. Kriegt noch ein bisschen Schaden vom Stinktier. Zwei. Na, aber jetzt wird jede Runde 5 abgezogen und dementsprechend muss ich dann irgendwann nur noch mal einen Schaden machen. Oh, jetzt muss der Gandalf dann auch heftig einstecken. Hat nur noch 8 HP. Zum Glück steht der Legolas da ein bisschen geschützter. Jetzt steht der Gandalf hier unten auch recht gut, aber solange sich der Gegner nicht bewegt, kann ich hier relativ wenig machen. Ich kann einfach mal mit dem Gewehr da hinten hinschießen, aber ich denke nicht, dass die Explosion des Gewehrs so groß ist, um einen Schaden zu machen. Nee. Ist sie nicht. Tja, da bleibt noch ein Gewehrschuss. Ich probiere es einfach nochmal. Ich meine, was soll ich mit dem Schuss machen? Zack. Und wieder voll in die Reagenzgläser, aber die sind aus Titan oder was auch immer gemacht. Die halten einiges aus, die Reagenzgläser hier. Luftangriffe von oben. Gewehrschüsse, Granaten. Ja, und der Major will anscheinend nichts machen. Ja, da oben steht noch eine Kiste, aber ich befürchte, dass da auch nur ein Stinktier drin ist. Also erstmal haben die Stinktiere relativ viel gebracht, um die ganzen Würmer hier zu vergiften. Ja, da ist wirklich nur ein Stinktier drin. Aber jetzt habe ich nur noch ein Stinktier und muss irgendwie ein bisschen Schaden machen. Und ich schieße jetzt erstmal eine Mine nach da hinten. Und vielleicht laufe ich dann jetzt einfach mal dahin, mache sowas wie Selbstmord, Suizid und hoffe, dass das ein HP da oben abzieht und das dürfst du. Ja. Also weder Suizid, Legolas hat einfach die Taktik kapiert hier. Minen zünden, Schaden machen, Gegner ausschalten, so geht das. Klingt erstmal ganz einfach. Und dafür muss er jetzt aber leider ein bisschen einstecken. Genau wie der Frodo. Tja, wie der eine Major da hinten dann jetzt noch ein bisschen Schaden kriegen soll, das weiß ich immer noch nicht.
Ich versuche es jetzt mal mit der Flammenfaust, weil ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass man nicht genau den Gegner treffen muss, sondern das zieht auch schon ein bisschen was ab, wenn man nur so leicht in die Richtung davor springt und schlägt. Ich kann es euch aber nicht versprechen, dass das Ganze jetzt funktioniert. Ich probiere es einfach. Und genau so sollte das natürlich sein. Also, Frodo mit seinem Schweißband kann sogar durch Wände schlagen, obwohl die Wände unzerstörbar sind. Und ja, das Ganze geht natürlich nur mit dem magischen Schweißband von, wo haben wir das gefunden? Bei den Kürbisköpfen oder sowas. Also eine Besonderheit in der Welt der Würmer. Und so wie es jetzt aussieht, könnte ich die Explosion des letzten Stinktiers nutzen, um da hinten dem Major noch ein bisschen Schaden zu machen, und dann wäre die Mission gewonnen. Aber ich will meinen Gandalf oder wer das hier ist auch nicht unbedingt opfern dafür, weil die Würmer sind natürlich äußerst wichtig. Einfach so opfern tut man die nicht. Und deswegen schön Sicherheit bringen und jetzt das Stinktier von hier hinten zünden. Hüpf nochmal hoch und lass es los. Jetzt stink, stink, stink und Schaden machen, explodieren. Und das dürfte der finale Zug gewesen sein. Bravourös verstinkt die Gegner. Und mit Explosionen durch Wände und Flammenfäuste durch Wände dann den Rest. Und das Ganze war natürlich wieder so toll, dass die Admiräle sich gedacht haben, ich krieg wieder mal eine Kapelle hier. Also die Tonprobleme sind beseitigt, Kapellen sind wieder zur Verfügung. Oder vielleicht haben die Musiker einfach nur frei gekriegt, weil ich eine Mission nur mit Silber bestanden habe. Jetzt gibt es auf jeden Fall die Goldmedaille wieder. So muss das sein. Und mal gucken, was in der nächsten Folge dann wartet. Kein Ersatz. Also ein gestrandetes U-Boot oder sowas. Kein Ersatz. Ein vielsagender Titel. Was dahinter steckt, wird aber erst in der nächsten Folge verraten. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.